Im Fall der verschwundenen Rebecca aus Berlin hat die Polizei nach mehrtägiger Pause die Suche wieder aufgenommen. Die Ermittler waren erneut am Herzberger See in Brandenburg im Einsatz. Auch Suchhunde waren mit dabei, Taucher allerdings nicht. Die 15-Jährige ist mittlerweile seit mehr als 7 Wochen verschwunden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Schülerin Opfer eines Verbrechens wurde. Als dringend tatverdächtig galt lange ihr Schwager. Am 22. März wurde dieser allerdings aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Polizei betrachtet ihn aber weiterhin als Verdächtigen. Zum Fall Rebecca gingen bisher mehr als 2200 Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei ein.